Dürfen Sicherheitsmitarbeiter mit Videokameras die Leistung von Mitarbeitern des Kunden überwachen? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit, dem YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Ich habe wieder mal eine Nutzerfrage bekommen per E-Mail. Ist ein bisschen länger. Hallo Herr Zitzmann, ich hätte hier ein Thema für Ihren Podcast: Mitarbeiterüberwachung durch den Sicherheitsdienst über Kamera. Ich bin als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma im Objektschutz bei einem Kunden tätig, der, und jetzt wird hier über den Kunden diskutiert, dass der also seine Mitarbeiter nicht so toll behandelt, es gibt keine Zuschläge und so weiter. Nun zum Thema Mitarbeiterüberwachung. Meine Aufgabe laut Dienstanweisung ist es, Kontrollgänge zu machen und reine Objektschutzaufgaben. Nun gibt es aber Anweisungen der Firma, also des Kunden offensichtlich, dass wir auch Alkoholverbot sowie die Maskenpflicht beachten sollen. Werden Mitarbeiter an einem Kaffeeautomaten beim Rauchen, beim Reden und so weiter gesehen, sollen wir diese an die Arbeit schicken. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht sollen wir die Personen auffordern, diese sofort aufzusetzen. Sollten Mitarbeiter nicht sofort den Anweisungen folgen, sollen wir der Personalabteilung Fotos, die wir über Kamera von den Personen machen sollen, zukommen lassen. Die Mitarbeiter bekommen dann Minimum eine Abmahnung. Und die neueste Aufgabe besteht darin, die Aufnahmen der Kameras zu kontrollieren, ob und wann welche Mitarbeiter an Wochenenden eingestempelt haben. Dabei geht es um ca. 100 Mitarbeiter. Im Anhang eine Kopie der Mail, die können wir hier natürlich nicht verwenden. Nun, meine Frage ist, diese Art der Überwachung zulässig? Es gibt an einigen Hallen auch keinen Hinweis auf Kameras, es ist nirgends ein Hinweis auf Datenschutz vorhanden. Ob die Kameras, sind ca. 50 Stück, angemeldet sind, kann ich nicht sagen. Auch wir vom Sicherheitsdienst werden teilweise unter Druck gesetzt. Ich habe schon mehrfach bemängelt, dass Kameras teilweise die Landstraße, angrenzende Felder, Wege und eine andere Firma aufnehmen. Passiert ist bis heute nichts, ich habe einen Einlauf bekommen. Liebe Grüße. So, hier ist jetzt wieder ganz viel drin, was wir hier besprechen können. Aber auch hier können wir den Fall relativ einfach lösen, wenn wir die Strukturen beachten. Und die Struktur ist ganz einfach folgende. Der Sicherheitsmitarbeiter ist Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens. Er ist nicht Mitarbeiter des Kunden. Heißt, der Sicherheitsmitarbeiter darf Anweisungen ausschließlich von seiner eigenen Firma bekommen, außer im Notfall, es brennt zum Beispiel, aber jetzt im Normalfall darf er ausschließlich hier Anweisungen bekommen von seinem eigenen Arbeitgeber, also sprich das, was in der Dienstanweisung drinsteht. So, wenn jetzt der Kunde kommt und irgendwelche Maßnahmen möchte, Überwachung der Mitarbeiter durch Kameras oder überprüfen, ob die zu lange Pause machen oder was auch immer, dann darf der Sicherheitsmitarbeiter das nicht ausführen. Der Sicherheitsmitarbeiter müsste dem Kunden sagen, lieber Kunde, bitte klär das mit meinem Chef. Und wenn mein Chef sagt, alles klar, machen wir so, dann kommt es in die Dienstanweisung. Und wenn es in der Dienstanweisung drinsteht, dann kann ich als Sicherheitsmitarbeiter das tun. Jetzt haben wir hier natürlich noch einen datenschutzrechtlichen Aspekt, der auch noch oben drauf käme. Mal unterstellt, das Ganze würde in der Dienstanweisung stehen, dürfen jetzt Sicherheitsmitarbeiter die Mitarbeiter des Kunden überwachen, wenn das in der Dienstanweisung so geregelt wäre? Ja, und die Antwort ist ganz klar, es müssen natürlich die datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet werden. Und da ist es so, dass natürlich A, die Beobachteten informiert sein müssen, logischerweise. Die Kameras müssen erkennbar sein, es muss einen Datenschutzbeauftragten in dem Unternehmen geben, nachdem was hier geregelt oder erzählt wurde, vermute ich mal, dass das eher unbekannt ist. Also ein Datenschutzbeauftragter brauche ich natürlich, der das Ganze dann hier eben dokumentiert und eben dann auch die rechtlichen Regelungen, was da noch erlaubt ist und was nicht, eben hier machen kann. Also es gibt Urteile, dass zum Beispiel Überwachung von Mitarbeitern, um deren Arbeitsleistung zu kontrollieren, verboten ist. Aber es ist zum Beispiel erlaubt, Mitarbeiter zu überwachen, die jetzt in Bereichen arbeiten wie Kasse, also wo es um Geld geht, oder ich hatte neulich die Gelegenheit, in einem Elektrogroßhandel mir das Ganze mal anzusehen, auch wieder der Versand läuft. Da wird natürlich der Versand komplett über Video dokumentiert, weil die hat immer wieder den Fall, der Mitarbeiter hat 10 Packungen eingepackt und der Kunde hat gesagt, es sind nur 9 angekommen.
Ja, also es geht nicht nur eben darum, jetzt hier den Mitarbeiter zu überwachen, ob der nicht vielleicht hier mal eins wegnehmen würde, sondern es geht auch darum, eben hier zu dokumentieren, es sind wirklich 10 eingepackt worden. Und dann kann der Kunde nicht sagen, nee, es waren nur 9, weil dann eben eine Videoüberwachung das Ganze regelt. Also, deswegen nochmal an alle, und das ist das, was alle hier aus dieser Folge lernen können, bitte keine Anweisung des Kunden entgegennehmen. Der Kunde ist nicht weisungsbefugt. Es läuft ausschließlich über die Dienstanweisung bzw. Anweisung des eigenen Vorgesetzten, der eigenen Sicherheitsfirma. Ansonsten würden wir hier in den Bereich Arbeitnehmerüberlassung rutschen. Das wäre eine ganz andere Baustelle, wie ich jetzt hier erst gar nicht aufmache. Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute und bis zur nächsten Folge.